gucken, wo dieser Uther ist. Wenn mir auch nur einer von euch Feiglingen in den Rücken fallen will, ist jetzt eure Chance. Ihr werdet mich nicht davon. Ich erwarte von meinen Uruk dasselbe. Da drüben hat sich etwas. Seid ihr hinterher! Bringt ihr das im Gleichgewicht? So, jetzt aber. Ist er vielleicht irgendwo hier? Hab heute keine Lust auf Ärger. Der soll ja irgendwo hier rumpimmeln, ne? Ich weiß nur so viel. Sehr. Oh, Entschuldigung. Ich war nur so außer Atem. Oh, ich bin nicht so schwächlich wie die jungen Uruks, die okay. Du bisher getötet hast. Du bist mächtig. Schade. Uiuiuiuiuiui. Wir locken sie natürlich zum Feuer, um es zum Explodieren zu bringen. Und dann wegzulaufen. Nee. Wir versuchen natürlich noch ein paar. Eigentlich wollte ich welche behalten. Ja, mit denen da. Unsere Krieger sind stärker als du, Tal. Ich glaube. Ich glaube, man kann jetzt unendlich lange hier kämpfen, oder? Aber, Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Echt, da kommt immer mehr. Genug gesucht, der Uruk ist tot, na und? Ist toll, dass Alarm ausgelöst ist. Sterben die ganze Zeit. Muss wohl Grog gestohlen haben. Die Festung ist unter Alarm. Und ich weiß nicht, wo dieser Schleichnerv ist. Dass ihn auch getötet hat. Ich hoffe, es kommt nicht wieder. Oder findet er uns? Ich weiß es ja nicht. Aber manchmal, das steht ja auch, er ist gerne ein Schleicher. Listen. Habt ihr das gehört? Ihm nach! Wir werden dich zerfetzen!
deine Frisur. Aua. Okay, ich verschwinde erstmal wieder hier raus, weil das wird ja jetzt gerade echt... Och, jetzt ist er tot. Der wollte uns eigentlich nur helfen, aber ich finde den echt nicht. Ich metze mich hier eigentlich gerade nur, ne? Diese Klinge, ich hab ihn so scharf, dass sie ihm den Kopf abgetrennt hat. Naja, wir verziehen uns erstmal, weil die Festung eh in Alarmbereitschaft ist. Da können wir jetzt mal keine Gnade hier. Metzeln wir uns mal irgendwas hier raus. So, die haben wir alle weggemacht, ne? Was war das für ein? Ich war Oling. Ich muss gehen, Leute. Aber das Metzeln macht einfach so viel Spaß. Aber jetzt gehe ich wirklich. Nimmt mich mit. Lasst mich doch gehen. Wir müssen mal schauen. Vielleicht taucht er irgendwann anders nochmal auf. Nein. Das ist echt nicht toll. Erst tragen wir die Fässer her, dann zwingen sie uns die selben Fässer dort in den Kram. Gut, ich denke. Was können wir denn sonst noch machen? Weil wir sollten echt. Der ist ja markiert. Aber den finden wir noch nicht. Naja. Jetzt können wir sonst wen anders vielleicht noch auf unsere Seite ziehen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Einfach so. Kuga, der Poet, gehört hier zu keinem. Dass wir da vielleicht einen von denen hier einfach dazu holen noch. Das Boot. Oder wir versuchen es jetzt hier. Ist da was? Ach, da ist er! Du Mörder! Du bist letztes Mal. Oder ist er das? Wenn ich dir die Füße abhacke, ist es damit endgültig. Ist er das eigentlich? Was ist jetzt echt nicht. Wir prügeln 80 von, ja. Ich bin keine leichte Beute. Aber jetzt müssen wir uns. Boah. Er muss. Das war. Dafür kriegen wir das. Noch ein paar. Das genau
Verpass dich! Gut, da haben wir den halt besiegt. So, ich würde jetzt echt noch gerne... werde ich also mal gucken, wie ich das schneide. Ich würde echt noch gerne... hier, nein, nicht das aufmachen, sondern hier die tolle Map. Und nochmal das hier. Ihr könnt nicht vorbei. Das interessiert mich auch nochmal. Dann können wir noch ein bisschen das machen. Wir haben jetzt gerade per Zufall den Typen gefunden. Und dann können wir das einfach mal probieren, solange. Boah. Ja, genau, Kehle durchschneiden. So, ich wollte doch eigentlich echt nur... Kannst du's wagen? Zurück an die Arbeit! Macht das sowieso niemand! Da kommen echt schon wieder so viele, ne? Das Spiel möchte nicht, dass wir hier weiterkommen. Ich lasse mal die Fliegen eben kurz runter. Verdammt. Dieser Waldhörner soll sich nur trauen, auf mich heranzuspringen. Ich bin bereit. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn noch in der Luft mit meinen Wolken durchlöchern. Tötet ihn! Hallo? Ich hänge. Ich kann mich... doch jetzt. Ich dachte, ich könnte mich schon wieder nicht bewegen. Oh Mann. Wir verpieseln uns mal. Und dann kommen wir nochmal zurück. Damit wir es jetzt echt mal machen können. Heute echt vom Pech verfolgt, irgendwie. Ihr seht. Ach ja, die haben auch Alarm ausgelöst. Okay, kein Wunder. Doch, wieso sollte ich mich nie bewegen? Ach, weil du mich sonst nicht triffst. Alles klar. Wir müssen was aufzehren. Er ruckelt. Was erlaube er sich? Das ist ein Ende. Oh. So, jetzt machen wir aber doch das Schwert, das verspreche ich euch ganz schnell. Ohne weitere Ablenkungen. Ihr seht mich nicht, ich bin ein laufender Blitz. Gut, ich pausiere dann erstmal eben, weil die Batterien sind leer von meinem Controller, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao. So, und wieder zurück mit neuen Batterien. Ja. Dann versuchen wir mal, hier das Schwertchen auf Gabel zu bekommen. Wir machen es diesmal taktisch. Wir gehen auf der Seite. Halt endlich die Klappe, den Spaß.
Halte doch endlich die Klappe. Ja, ich komme immer wieder. Das hat der Hauptmann gesagt. Ich werde diesen Tag töten. Doch glaubt ja nicht, dass ich meinen Lohn mit euch teile. Es wird kein Lohn geben. Der Hauptmann sagt, dass nur er zu feige ist, ihn selbst umzubringen. So, wir sind da, wir haben es geschafft. Ihr könnt nicht vorbei, ja. Er schwor, dass keiner seiner Feinde die Brücke überqueren sollte. Leiche um Leiche türmten sich auf der Brücke auf und stürzte hinab in die Leere. Formen die Legende von dem Schwert. Die Verstärkung in der Schlucht gehört zu den stärksten in Mordor. Das habe ich zumindest gehört. Niemand wird dich erreichen. Oh, sowas ist mein Lieblingsauftrag. Ja. Hier wäre es vielleicht wirklich angebracht, viele von denen sich zu holen. So jetzt. Der Mörder ist schon wieder an der Berge. Alle gemeinsam. Da war doch ein Geräusch. Das ist das Ende. Nicht bewegen! Du bist nicht besser als hier! Ich war ohnehin überflüssig! Nicht meine Augen sind wie deine! Ich glaube, das war der Tag! Ja. Ich erlaube mir, euch zu ermorden. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Ja, hoffe ich auch, obwohl ich immer noch bei euch stehe. Nee, nicht meine eigenen Männer. Okay, noch eine Minute. Nein, er kommt natürlich rüber. Zurück mit dir! Mein Kopf bekommst du nicht zurück! Greif von hinten an! Boah, was ist denn hier los? Sorry, dass ich gerade etwas still bin.
Ich konzentriere mich gerade. Ach, super. Boah. Noch 28 Sekunden. Schaffen wir das? Ich denke schon. Oder? Halt du mir. Ah, ihr könnt nicht vorbei. Erfolgreich. 100 XP und 500 Mithril. Oder wie auch immer. Ja, für Sauron. Es macht Spaß, zu bekehren. Wie die christliche Kirche. Stell dir mal vor, es würde sowas wirklich geben und zum Beispiel Fanatiker könnten sich so... ganz einfach ihre Soldaten rekrutieren. Aber wir können jetzt auch hier erstmal weg. Da wird ein bisschen voll und wir fangen an zu pokern, aber ich hol doch mal. Ey, ich will das! Ach, bin... So, kann ich jetzt einmal kurz in Ruhe das hier aufsammeln mit meinem Mighty Hammer. Boah. Seid ihr nervig, ey. Boah. Nein! Ich wollte gerade A drücken. Nein! Naja. Nur an den Schaden, den ich als Hauptmann anrichten kann. Ja. Hast du fein gemacht. Ja. Gucken wir mal Saurons Armee. Ach, sind wir gerade eh drin. Ja. Ich würde sagen, dann holen wir uns mal den hier. Versuchen es. Dutch Beck. Der Bruder. Alles klar. Dann versuchen Königin wir... Marvel. Ja, Königin Barmen, bla bla bla. Wo ist er denn eigentlich? Hier. Genau hier in der Nähe von der Albenturm. Ist der Reise hin? Hm. War besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich zu umgarnen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Hm. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Boah. Es kann nur einen Herrn der Ringe. Ja, mich. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns doch erstmal doch vorher die Artefakte. Die müssten ja... da. Da werden wir jetzt auch schon wieder so von einer ganzen Armee... von Orks. Ach, das ist einer der uns. Okay. Paaren sich die sich dann, wenn die so Geister sind. Arzdusch. Der Rote, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass der hier rumpimmelt. Genau da, wo ich das aufsammeln möchte. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Du bist sicher so schwach wie alle Bleichhäute. Finden wir es raus. Du hast eine coole Rüstung, die möchte ich haben. Aber vorher... Brenne. Brenne. Wenn wir jetzt echt hinterherlaufen.
Ja, wenn das hier noch in der Nähe ist, ne? Sind hier Feinde? Hm. Was können wir denn da mal machen? Sollen wir mal schauen, wer der hier ist? Rasch der hier. Ne, das ist aber nicht. Wollte ich gar nicht als neues Ziel. Du darfst weiterleben. Hopp. Ich wollte ja hier weitermachen. Was haben wir hier eigentlich? Zu deiner Verfügung. Sollen wir doch mal. Zu deiner Verfügung. Aha. Er macht, er hört unsere Befehle. Okay, alles klar. Aber wir machen jetzt erstmal. Oh. Oh, wie ich diese Viecher hasse, ne? Wir machen jetzt erstmal hier weiter mit dem Häuptling. Hm. Bekehren. Ja, machen wir mal, ne? Versuchen wir einfach mal. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Ich habe gerade etwas Angst, dass wir das auch wieder verkacken. Oder besser gesagt, dass ich es verkacke und ihr müsst euch das Elend dann anschauen. Aber so ist es nun mal. Live-Let's Play. Und leider nicht nur kommentiert. Ich bin nicht da, ich bin unsichtbar. Bekehren!